Fuschratgeber präsentiert die MZ-Tour. Kapitel 1 Tourstart. Es ist soweit, unsere zweite Tour startet. Dieses Jahr ist das Ziel das Nordkap und die Umrundung der Ostsee. Die Fahrzeuge der Wahl, zwei 40 Jahre alte MZ-Motorräder. Start der Tour ist wie schon letztes Jahr in Eisenach. Von hier aus brechen die drei Gefährten auf in Richtung Polen. Erstes größeres Ziel, ein Campingplatz in den Masuren. Bei dieser Tour wurden weniger Ersatzteile, dafür umso mehr Klamotten und Verpflegung auf den Fahrzeugen befestigt. Denn am Nordkap herrschen Ende August schon eisige Temperaturen. Also wir machen jetzt hier die erste Pause nach 120 Kilometern mit einer stabilen Durchschnittsgeschwindigkeit von 65 km/h. Deswegen werden wir gucken, dass wir jetzt nochmal die Ritzel tauschen, ein bisschen was essen, kurzes Päuschen machen und dann, ja, geht's weiter. Hier wird jetzt das Ritzel wieder festgezogen. Ja, alles sehr professionell gemacht. Er hat das genau berechnet, wie so ein Drehmomentschlüssel. Hat er gerade sein Bein benutzt, das wusste er. Und Noah wollte noch zeigen, wie ich rumlaufe, da ich die scheiß Motorradhose anhab. Und es absolut heiß ist, laufe ich halt die ganze Zeit so halb rum. Ist wieder alles drauf verstaut auf den Motorrädern. Einen wunderschönen Sticker von uns zu verteilen. Jetzt wissen alle, die hier an der Unstrut vorbeikommen, dass wir hier gehalten haben bei unserer Tour. Trotz kleiner Ritzel will die ETZ nicht so recht an Fahrt aufnehmen. Und so verhärtet sich der Verdacht, dass das Problem der kurz vor der Fahrt getauschte Vergaser ist. Dann wird jetzt erstmal getankt. Was soll ich sagen? Machen Sie schön. Hier wurde jetzt nochmal der Baum zugewechselt. Jetzt geht's doch wieder. Ja, der andere Bautenzug, wir wissen nicht. Der war eigentlich in einem anderen Vergaser drin. Ist besser als vorher, glaube ich. Ja, man kann jetzt halt nicht nur so Gas geben, sondern so. Ja. Wir packen jetzt wieder zusammen, füllen die Wasservorräte auf und dann geht's wieder los. Nach dem Tauschen des Gasbordenzugs ist endlich eine Reisegeschwindigkeit von 80 km/h kein Problem mehr. Und so wird die Fahrt in die Nacht gut gelaunt fortgesetzt. Also wir mussten anhalten oder wollten anhalten, wie auch immer, weil die Kiste hat exzellenterweise, wie man sieht, den Gepäckträger abgerüttelt. Stand die Kiste nur noch auf der Halterung, deswegen mussten wir anhalten, weil wir nicht wussten, wie lange die Kiste da noch durchhalten wird. Aber die Chance haben wir gleich genutzt, jetzt um unser Nachtlager aufzubauen. Hier noch unser Nachtlager aufgebaut. Boah. Hoffen wir uns, dass die Wildschweine nicht wecken. Guten Morgen. Wie man sehen kann, ist alles nass, weil es regnet. Wir blenden jetzt hier die Wetterkarte ein, damit ihr seht, wo wir hin müssen und wo es regnet. Ja.
Wir haben jetzt hier die Hinterradbremse ausgebaut, weil da die Bremse nicht mehr wirklich funktioniert hat. Und deswegen haben wir jetzt mal Ersatzbremsbeläge reingemacht und hoffen, dass es jetzt ein bisschen besser bremst, das Gefährt. Ja, wie man sehen kann, sind wir jetzt aufbruchbereit. Jetzt fahren wir erstmal ein Stückchen, sind jetzt 50 Kilometer ungefähr vor Frankfurt-Oder. Und jetzt geht's erstmal wieder los. Wie man unschwer erkennen kann, sind wir wieder an einer Tankstelle. Gut. Und da unser Kandidat hier drüben festgestellt hat, dass der Wassersack zu ist, das heißt, wir jetzt das kleine Problemchen beheben und tanken und dann geht's auch schon weiter. Es regnet den ganzen Tag ohne Pause, aber warten ist einfach keine Option und so ist der Plan, einfach so lange zu fahren, bis die Regenfront hinter uns liegt. Ja, wir wollten Geld sparen. Hat bis 10 Meter vor der Tanke gereicht. Wir sind übrigens in Polen und es hat aufgehört zu regnen, zumindest großteils. Übrigens, mein Schuh ist komplett durchgeweicht. Ja, keine Ahnung. Also, wir sind jetzt hier in Polen an der Tankstelle und zwischendurch ist uns aufgefallen, dass wenn das Motorrad blinkt, der Blinker nicht blinkt von dem Beiwagen, aber das Frontlicht blinkt und das Rücklicht blinkt. Es blinkt und hat Licht und die Blinker funktionieren gar nicht. Aber aufgrund dessen, dass wir absolut durchnässt sind, 5 Stunden schon mindestens im Regen fahren, sind wir auch viel zu faul, einfach so eine Scheiße zu reparieren. Oh, weil mir auch einfach arschkalt ist. Es ist kalt und nass, aber die Aussicht, in einem nassen Schlafsack zu schlafen, ist auch nicht gerade besser. Und so fahren wir so lange in die Nacht wie nur möglich, um morgen hoffentlich im Trockenen aufzuwachen. Es ist wieder Zeit für einen Bericht. Es ist arschdunkel. Auf jeden Fall bin ich gefahren, hat mich gewundert, dass auf einmal die Karre übelst laut wurde. Ist auf ganz entspannt die Krümmermutter weggeflogen. Und baumelt jetzt hier unten so herrenlos rum. Das heißt, wir machen das Ding jetzt hier wieder. Ja, wir machen das jetzt wieder rein. Ja, und dann fahren wir noch mal ein bisschen. So. Also, wir sind jetzt irgendwo mitten im Polen. Nieselt, regnet immer noch, also man wird immer noch durchgehend einfach durchnässt. Also die Schuhe, die gleichen eh schon irgendwelchen Tümpeln. Und hier stehen so wunderschöne so Waldschenken-Unterstand-Dinger. Und da werden wir uns heute Nacht reinbequemen. Wir werden das noch ein bisschen mit Tarps zuhängen. Ja. Also wir haben jetzt hier angefangen. Wir sind nicht angefangen, sind jetzt fertig mit den Tarps aufhängen. Wir werden jetzt noch einen kleinen Mitternachtssnack genießen und uns dann schlafen legen. Jo. Also ich weiß nicht, ob man das gestern so gut erkannt hat,
gestern Abend die ganzen Sachen hier zum Trocknen hingehangen. Ja, der größte Teil ist auch mehr oder weniger getrocknet. Hier auf dieser Bank haben wir geschlafen. Nach einer Nacht in nassen Schlafsäcken und Aufwachpizza vom Tankshop zum Frühstück wagen wir es, in einer Regenpause zu starten. Doch der Frieden ist nicht von langer Dauer und noch ahnt keiner, welche Folgen diese Entscheidung haben würde. Willst du jetzt nochmal deine schöne Geschichte erzählen? Und zwar regnet es jetzt schon den zweiten Tag in Folge, wunderschön. Und ich frage mich ehrlich, warum das gestern noch nicht passiert ist. Ist jemand mit seinem Motorrad weggerutscht und auf die Fresse geflogen? Gut, passiert dem Besten, ne? Es ist nichts passiert, aber trotzdem schon witzig. Also, wir waren jetzt notgedrungen, einen Zwischenhalt einzulegen. Ja, es ist ein kleines Malheur passiert. Und zwar sind wir mit der Seitenwagenmaschine kurioserweise irgendwie vorne in ein Auto eingefahren. Also, man muss dazu erklären, es hat ja die ganze Zeit geschifft wie Sau. Und zwar arschrutschig. Und vor mir hat jemand sehr stark gebremst, weil ich notgedrungen auch zu bremsen. Und da die Straße sehr nass war, konnte ich weder lenken noch irgendwas anderes machen. Und wir sind phänomenal mit 30 Sachen oder so schön vorne in ein Auto eingespickt. Wir werden das jetzt irgendwie wieder ein bisschen reparieren. Das wird schon funktionieren. Das Rad steht zwar auch noch hier ein bisschen schräg, aber wir werden das alles wieder richten. Wir sind jetzt hier auf dem Zeltplatz für eine Nacht, um das Gefährt wieder in Gang zu bringen. Ja, und dann geht der Spaß weiter, würde ich sagen. Während Rohn die Karosserie des Beiwagens mittels roher Gewalt und einem Wagenheber wieder einigermaßen gerade biegt, bearbeite ich in Teamarbeit mit einem freundlichen Polen die Blechverkleidung mittels diverser Hammer und Holzklötze so, dass man die ursprüngliche Form zumindest wieder erahnen kann. Nebensächlichkeiten wie Bremsen und Elektrik verschieben wir auch später. Denn das können wir eh am besten. Also wir kommen mit den Reparaturen eigentlich wieder sehr gut voran. Motorrad sieht gut aus. Den Seitenwagen haben wir jetzt auch zusammengepflegt und sehr professionell wird der ganze Spaß jetzt mit Gewebeklebeband Typ Silber verkleidet. Damit das noch so mehr Style hat, weil man sieht hier geht der Lack schon langsam ab und deswegen müssen wir jetzt für den Style, müssen wir das jetzt einmal umlackieren quasi mit dem Panzertape, damit das wieder grau wird. Sieht ganz gut aus. Danach müssen wir hier noch das Blech dran machen, das Rad ist wieder relativ gerade dran, dann muss das Schutzblech hier wieder dran, und dann muss der Sitz noch reingemacht werden, der Sitzpolster, und sonst fahren tut's. Steht der Weiterreise morgen eigentlich nichts im Wege. Also straßentauglich ist das Ding auf jeden Fall. Keine Frage. Ja, das sind hier schon kleine Profi-Pusher. Die wissen schon, wie das läuft. Ich habe das Panzertape nicht zum Spaß mitgenommen. Ich glaube, ich lasse das so. Ich lasse den verschissenen Beiwagen so, wie er ist. Bis die Polizei das erste Mal was sagt. Weil das hat schon Swag so. Ich muss sagen, das ist wirklich ein Werk von Profis.
ein Werk von Profis. Heilige Scheiße. Shoutouts bitte an den Mann, der gerade seit 3 Stunden mit mir geredet hat, ohne dass ich ein Wort verstanden habe. Oh, neue MZ! Also es ist schon in der Nacht, wo man so die Schäden am Körper dokumentiert. Auch noch voll okay. Aber das hier ist ja mal monumental. So, nächster Tag. Ja, der Seitenwagen ist soweit quasi wieder fahrbereit. Werden wir weiterfahren. Und da heute zum Glück schöneres Wetter ist, da die Sonne ab und zu scheint und nur bewölkt ist so ab und zu mal, sollte die Straße auch nicht ganz so nass sein, dass man wieder in den Gegenverkehr gerät. Nach dem Schock gestern fahre erstmal ich wieder. Doch irgendwas stimmt mit der Spur noch nicht. Und so ist das Fahren und die Aussichten auf die kommende Strecke eher betrübt. Als uns eine Werkstatt nicht helfen will, entschließen wir, das Problem selber zu lösen. An der Ausrichtung des Rades, keine Ahnung, ob man das sehen kann, aber das steht so. Also jetzt schon wesentlich weniger als vorher. Aber dadurch, dass es so komisch steht, lenkt der ganze Kahn nach links. Du musst die ganze Zeit gegenlenken. Also du sitzt eigentlich die ganze Zeit mit ausgestrecktem linken Arm da, damit du nicht irgendwo reinfährst. Soll ich... Geht das so? Das Ding hat keine Probleme. Gut, wir müssen sagen, das Ding hatte auch wenige Probleme, bis es frontal in ein Auto gefahren ist. Bei mir von unserem polnischen Freund noch so eine alte Isomatte Luftmatratze bekommen. Die habe ich aufgeschnitten in der Hälfte. Und jetzt ist das Ding endgültig wasserdicht. So, also das Rad, wie man sieht, vielleicht machen wir gleich so ein Vorher-Nachher-Switch, ist jetzt auf jeden Fall wieder gerade. Also beziehungsweise gerade, ja. Ich würde sogar fast sagen, gerade als vorm Unfall. Ja, wir mussten jetzt hier das Blech noch ein bisschen rausbiegen, damit es hier nicht schleift auf dem Rad. Und ja, jetzt wird alles wieder festgezogen. Und dann fahren wir zum nächsten Campingplatz, wo wir eh schon vorhatten, ein bisschen länger zu campieren. Und dann wollen wir zum einen gucken, dass das Hinterrad, dass wir das wieder gerade kriegen. Genau. Und vielleicht haben wir dann auch mal Lust, das Licht hier wieder ordentlich zu machen. Ja, das sehen wir aber dann alles auf dem Campingplatz. Das heißt, wir machen uns jetzt wieder startklar und werden uns weiter Richtung Osten bewegen. Nach dieser Reparatur fährt das Gespann wieder kerzengerade und es geht weiter in Richtung Osten. Heute kommen wir nicht so recht voran. Wir haben viel Zeit durch die Reparaturen verloren und auch die unzähligen Baustellenampeln haben nicht wirklich dazu beigetragen, unseren Tagesschnitt zu erreichen. Also wir sind jetzt in Elbach, glaube ich, irgendwo in Polen. Ja, gut, das Rücklicht hängt immer noch so runter, aber das Rad hat sich da wieder ein bisschen
Da habe ich zurückgebogen, aber es sieht noch ja, ganz gut aus. Wir werden jetzt noch eine Runde essen, Abendbrot essen und dann fahren wir weiter. Wie weit das, ja, werden wir dann sehen. Beim Abfahren von der Bundesstraße wird uns klar, dass der gestrige Unfall dem Hinterrad doch mehr geschadet hat, als wir gedacht haben. Ja, also man sieht nicht viel. Wir wollen jetzt anhalten. Es ist besser, weil bei dem Hinterrad von der Seitenwagenmaschine sind jetzt wie viele Speichen schon weg? 4 oder so. Ja. Also ich habe gerade 2 oder 3 wieder reingedreht. Also es gehen auf jeden Fall so langsam die Speichen hops, weil das Rad ein bisschen schräg steht, deswegen ja, werden wir jetzt erstmal pennen und morgen früh uns darum kümmern. Wie viele Kilometer haben wir geschafft? 150. Nee, scheiße, sind wir schlecht. So, also am nächsten Morgen. Und ja, jetzt werden wir das Rad ausbauen, dann die Speichen, die alle locker waren. Es ist, glaube ich, nur ein richtig abgebrochen. Und der Rest ist alles rausgerutscht, die werden wir jetzt alle nachziehen. Ron zieht hier die Speichen nach. Clara war fleißig da hinten. Also wir bauen die Räder jetzt gerade wieder ein. Wir haben probiert jetzt, ja, weil hinten 7 Speichen oder 6 Speichen gefehlt haben, das ein bisschen auszugleichen, weil hinten ja viel, viel mehr Last drauf ist, haben wir jetzt vorne einfach ein paar Speichen geklaut. Vorne haben wir jetzt 5 Speichen rausgemacht. Ja, probiert das so gegensätzlich wie möglich zu machen. Und dann, ja, haben wir die hinten eingebaut, da ja da ein paar rausgebrochen sind. Und wir hoffen, dass jetzt das Rad auch wieder ein bisschen gerader läuft, da wir ja auch größtenteils immer in der Wildnis sind und trotzdem immer noch für Navi, Musik oder ja, Stirntaschenlampen, wenn wir abends bzw. nachts irgendwo chillen, bzw. auch für das ganze Kameraequipment haben wir jetzt hier entspannt die Solarplatten aufgebaut mit einem, ja, relativ großen Akku und so, boah, sind wir ja eigentlich durchgehend immer mit Strom versorgt. Endlich mal gutes Wetter. Da kann doch nichts schief gehen, oder? Nach nicht mal 10 Kilometer bemerkt Clara, dass der Seitenwagen bedenklich wenig Luft hat. Und auch ich habe gemerkt, dass er immer weiter nach rechts zieht. Aber absolut, Digga. Hörst du es? Gut, wir haben Platten. Auch gut. Hatten wir noch nicht. Hatten wir noch nicht. Ja, ausbauen und neu machen. Right.
mich jedes Mal wieder. Oh, boah. Zu unserem Erstaunen haben wir den neuen Schlauch beim Beziehen nicht kaputt gemacht. Die Nadel, die den Gasschieber ausrichtet, ist damit aber nicht einverstanden und lockert sich, damit wir gezwungen sind, sie alle 5 Kilometer wieder festzuklopfen, bis es uns irgendwann reicht. Irgendwie habe ich langsam das Gefühl, dass wir auf dieser Fahrt mehr stehen als fahren. Also man kann es irgendwie nicht mehr so richtig Fahrt nennen, habe ich das Gefühl. Denn ich weiß nicht, ob man das richtig sieht, aber da am Vergaser ist wie so eine kleine Nadel, so ein Dings da. Und wenn die nicht richtig drinne ist, dann verschiebt sich der Flansch, der dreht sich. Heißt das Flansch, ja, ne? Nee. Der Schieber, genau, der Gasschieber. Der verdreht sich dann immer im Vergaser und dann wird hier oben der Bautenzug locker. Und dann gibt er immer durchgehend ein bisschen Gas. Ja. Und jetzt hat der Vergaser auch noch ein bisschen Panzertape abbekommen. Das heißt, es besteht nicht nur der ganze Seitenwagen aus Panzertape, sondern auch noch der Vergaser. Mich würde es nicht wundern, wenn wir es schaffen, noch den Zylinder oder irgendwas mit Panzertape zu reparieren, weil, ja. Und jetzt geht's weiter. Und hoffentlich kommen wir heute halt auch noch irgendwann mal irgendwo an. Jetzt gibt es wirklich erstmal keine Probleme und wir kommen unserem Campingplatz immer näher. Da war ein fucking Elch! Wirklich? Ja! Ich schwöre! Ich will da hin! Oh, guck mal! Das wäre perfekt, was für ein Grill! Oh. Ist ein Elchsteak, meinst du? Ich kann's halt mittlerweile. So, wir sind jetzt an den Masuren angekommen. Dann werden wir jetzt erstmal die Tage jetzt chillen. Vielleicht werdet ihr das sehen. Ja, vielleicht auch nicht. Nach 1000 Kilometer und einem mittelschweren Verkehrsunfall haben wir es endlich in die Masuren geschafft. Wir nutzen die 3 freien Tage, um zu entspannen und billige Vorräte für den Rest der Tour zu kaufen. Und natürlich noch, um ausgebliebene Baustellen an der ETZ zu reparieren. Also, Noah nutzt jetzt hier diesen größeren Hammer als Amboss, um die abgebrochenen Speichen jetzt wieder umzubiegen. Und zwar biegt er das hintere Ende um und fädelt die dann wieder ein, wie man zum Beispiel hier sieht, so dass wir quasi mehr oder weniger wieder eine funktionierende Speiche haben. Also beziehungsweise mehr. Also die halten wahrscheinlich nicht so viel wie die Speichen, die richtigen Speichen, aber ja, die verringern auf jeden Fall die Last auf die anderen. In der Zeit, wo Noah das macht, werde ich jetzt hier das Rad mir vornehmen und werde da die 8 rausmachen. So, unsere 3 Trager an den Masuren sind um. Es wird schon wieder fleißig gepackt. Zelt ist schon weggeräumt und der größte Teil ist jetzt auch schon verstaut. Ja, jetzt wird noch der Rest zusammengepackt und dann fahren wir weiter. So langsam geht es auch Richtung Norden.